Willkommen zurück in der VW-Garage. Ja, also so sieht es hier aus momentan. Ich habe hier so mein Lager, was man so braucht, ne? Rostumwandler, keine Ahnung, der ganze Schnickschnack. Auch Rostumwandler, Licht. Hier lager ich die ganzen Teile erstmal, die ich ausgebaut habe. Sprich hier Radkappen, Plinke, Scheinwerfer. Aus der Innenausstattung das ganze Zeug. Das kommt alles erstmal hier in Tüten, wird beschriftet und ja, kommt dann erstmal hier rein und dann wird geschaut, was davon aufbereitet wird, was man retten kann, was wird neu gemacht. Hier oben auch so ein paar Sachen, die alten Gurte, die nachträglich reingebaut wurden, Stoßstangenhalter, hier halt Schrauben, Werkzeug, Kleinkram, was man hier alles so braucht. Halt, ne? Meine Happy Hips Hundedosen, Leckerli Hundedosen eignen sich wunderbar zum Aufbewahren von irgendwelchen kleinen Teilen. Ja, hier halt auch Zeug, ne? Käfer, Kram. Hier unten ist mehr so ein bisschen Opel-Abteilung. Habe ich hier noch einen kompletten Bremsensatz liegen. Bremsleitungen, Schläuche, Bremsscheiben, Belege. Ja, Werkzeug. A lot of Werkzeug. Und viel, viel Kleinkram. Hier ist so mein Basteltisch. Ja, und hier geht's weiter. Ja, da oben ist auch noch Werkzeug. Ja, und hier meine Galerie. Käfer. Was sonst? Den guten Freund mal hier so ein bisschen wieder fit machen. Ja. Also wichtig ist erstmal der Boden. Der muss gemacht werden. Motor muss gemacht werden, Bremsen müssen gemacht werden, dann wird in diesem Zuge auch eine neue Kupplung eingebaut. Und ja, alles andere ist dann schon ein bisschen Kosmetik. Ne? Also wie ihr seht, hier sind so ein paar Stellen, da fängt er schon wieder an. Rostet. Aber ansonsten ist er eigentlich so in einem guten Zustand. Also äußerlich. Bin mal gespannt, wie er von unten aussieht. Das habe ich mir jetzt noch gar nicht so angeschaut, nur mal so grob. Aber naja, wir werden es sehen. Ihr werdet es auch sehen, ihr werdet dabei sein. Ich werde es natürlich filmen. Ist klar, ihr seht auch hier, ne? Scheibenwische, das ist ein bisschen auch am Arsch. Das muss alles mal gemacht werden. Hier vorne diese Chromleiste, sieht mir jetzt nicht, ist zu dunkel. Die ist ja komplett ausgeblichen. Und hier an der Seite sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Hier sind eine kleine Beule an der Leiste. Hinten, die sind auch schon ziemlich. Vielleicht kann man die nochmal irgendwie aufpolieren oder am besten neu. Also hinten sieht man es. Der ist aber auch schon mal was gemacht worden. Das ist, glaube ich, Kunststoff. Das sind ja die Original. Die Scheibe ist original von VW. Also, wenn man das sieht, da steht's. Aber die ist halt auch ziemlich. Ja. Also, die Frontscheibe auf alle Fälle, die muss auch gewechselt werden. Die ist, hat ziemlich viele Kratzer. Stahldach hier, Stahlkurbeldach. Hier ist zwar eine neue Dichtung reingekommen, aber ob die dicht ist, weiß ich nicht. Also, gut, der wird ja auch dann nur, wenn er zufälligerweise unterwegs ist und es fängt an zu regnen, dann, aber ansonsten wird er keinen Regen sehen. Jo, hier nochmal, sieht er eigentlich auch noch ziemlich gut aus. Das habe ich ja auch schon mal in anderen Videos gezeigt. Hier ist schon mal was gemacht worden, ihr seht, hier ist nachgepinselt worden, aber hier kommt trotzdem schon wieder der Rost. Hier unten, hier läuft es schon runter. Ja, also das Ding wird aufgebockt. Komplett entrostet und ja, und dann werde ich den von unten erstmal komplett tränken. Hier 3 Liter, die kommen da unten drauf. Rostumwandler, das ist gutes Zeug. Okay, also das jetzt noch mal so ganz grob zum Plan. Schatz. Wird schon. Ist zwar hier eng, ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen soll, aber kriegen wir schon. Platz ist in der kleinsten Hütte,
Ja, da unten habe ich noch ein paar alte Radios, die müssen auch noch raus. Ich glaube, die gehen noch gar nicht mehr. Ich will sie doch gar nicht ausprobieren. Mein Wagenhebel. Was ist denn das hier überhaupt? Ach, das ist mein alter DBF vom Combo. Vorne habe ich auch noch einen Cut. Mal gucken, was ich mit den Dingern mache. Kann man die nicht irgendwie zu Geld machen? Da sind noch seltene Metalle drin. Ja, so Sorgen hast du gar nicht. Ne? Die hast du, sowas hast du nicht. AGR-Katalysator. ESP, ASE. Was es da alles gibt. ABS. Servolenkung, Klimaanlage, was haben wir noch? Ach, keine Ahnung. Irgendwelche Assistenten, Fahrassistent und Spurhalteassistent und all dieser ganze Scheiß. Den hast du gar nicht. Kannst du froh sein. So, gehen wir mal rein. Komm ich hier rein jetzt? Ja. Passt schon. So, ja, hier sind wir. Aktuell bei 59.050. Mal gucken, ich muss den auch mal rausholen, weil da ist, glaube ich, ein Birnchen kaputt. Fernlicht blau geht. Aber wenn ich jetzt normales Abblendlicht anmache, ihr seht, es ist an, aber dann müsste eigentlich hier leuchten grün. Jo, mit dem Blinker anmachst, na gut, der geht nicht ohne Zündung. Scheibenwischer geht auch nicht ohne Zündung. Ja, jedenfalls muss er raus. Der wird auch mal sauber gemacht. Und ich würde den gerne nullen. Wie viele Kilometer der Wagen hat, keine Ahnung. Der hat fünfstellig. Also das heißt, bei 99.999 geht er wieder auf Null. Und es kann sein, dass er in seinen 53 Jahren wirklich nur 59.000 Kilometer gefahren ist, was ich nicht glaube. Das wäre natürlich, ja, man, ihr habt den Motor gesehen, so verbrannt wie der ist, kann das nicht hinhauen. Oder der hat schon 159.000, also der hat schon einmal genullt, vielleicht hat er auch schon zweimal genullt oder dreimal oder viermal, wer weiß es. Keiner weiß es. Es gibt keine Originalpapiere zu dem Fahrzeug, kein Servicebuch mehr oder sowas. Nichts vorhanden, ups. Also ist es alles eine reine Mutmaßung. Deswegen werde ich ihn jetzt, ich bin neuer Besitzer. Wir machen dich jetzt wieder fit. Und dann kommst du hier auf Null. Und dann fangen wir zwei neu an. Ja, das ist der Plan. Also Leute, ich habe jetzt mal den Fahrersitz ausgebaut. Und wollten mal unter den Teppich schauen. Jetzt guckt euch das mal an, was hier alles liegt. Ich drehe durch. Komplett hier. Was ist denn das? Trittschalldämmung. Hat hier eine Laminat verlegt oder? Boah. Ich habe keine Ahnung, was mich hier unten drunter erwartet. Boah. Das Zeug ist überall. Hier dieser ganze. Das ganze Zeug hier von den Polstern, dieses, keine Ahnung, was es ist hier. Rosshaar, Pferdehaar. Ist eine Bröselbude hier. Oh Mann, ey. Bitte lass es Blech gut aussehen hier unten drunter. Ich habe jetzt fast eine Stunde gebraucht, um den Beifahrersitz rauszukriegen. Wird es hier so einigermaßen die Fahrerseite? Jetzt bin ich gerade hier an der Beifahrerseite. Also, ich habe jetzt noch keine große Überraschung gesehen. Mal abwarten. Schauen wir mal. Okay, also weiter geht's hier mit, keine Ahnung, Trittschalldämmung im VW-Käfer. Ja, gut, den Teppich hat irgendwann mal einer nachträglich sich selbst reingebastelt. Das ist auch nur irgend so ein billiges. Ja, sorry. Aber gut. Naja, erstmal alles raus und dann entkernen wir erstmal und dann sehen wir weiter. Okay, also ab die Maus. Okay.
was mich hier erwartet. Also hier will ich nachher mal mit der Kamera rein. Scheiß-Drittschalldämmung habe ich jetzt draußen. Man sieht es ja eigentlich, da hinten muss ich mal noch mal ein bisschen. Ja. Ihr denkt, na, es sieht doch gut aus. Ja, hier soweit sieht es auch gut aus. Ich will jetzt noch gar nicht so in den Ecken rumstechern. Aber hier geht es dann schon los. Ja, willkommen. Da haben wir schon die ersten Löcher. Erstmal die Hunde und dann gehen wir erstmal raus. Oder? Ich bin einmal. Ja, aber noch, wenn es Zeit ist. Oh, wieder ein kleines Stückchen weiter. Alter, das ist Wahnsinn, oder? Ich glaube, das Auto ist um die Kilo leichter geworden. Alter, was habe ich mir denn angetan? Dass der in einem ganz guten Zustand ist. Naja, ist er eigentlich auch für sein Alter. Das kann man ja mal anders nicht sagen. Ich meine, über 50 Jahre alt. Ja. Dass da ein bisschen Handlungsbedarf ist, das wusste ich ja. Weil er ist halt viel Schindluder getrieben worden. Wie hier, das ist... Guckt euch das mal an. Also, wenn man das sieht, was die da drauf geschmiert haben. Epoxidharz oder sowas. Alter, ich weiß nicht. Verrückt. Aber das hebe ich auf. Hat was. Ein Kreuz. Oder? Naja. Okay. Und das ist das, was ich hier ausgerissen habe. Irre, oder? Wahnsinn. Hier sind die alten Sitze, die ich ausgebaut habe. Ja, die halt auch ziemlich fertig sind. Die müssen alle komplett ab. Also hier kann ich nichts mehr retten. Das Polster ist definitiv am Arsch. Das ist der Beifahrer, die Rückenlehne vom Beifahrersitz. Ja, mal gucken. Das ist die Rückenlehne vom Fahrersitz. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Das sind die Seitenverkleidungen. Von hinten. Ja, das ist wahrscheinlich das Licht. Ich wechsle hin. Mal Kaffee zur Seite. Ja, das ist jetzt zum Beispiel hinten. Ja, da muss ich halt mal gucken, ob ich die irgendwie wieder frisch kriege, schön sauber kriege. Mal, ihr seht, so sah es mal aus. So ist es jetzt. Es löst sich auch zum Teil schon überall. Die ist schon gerissen. Ja.
Ja, durch die Feuchtigkeit und sowas verformt sich das. Da wäre ich wahrscheinlich, ja, also die Platten werde ich auf alle Fälle neu machen. Den Bezug will ich gucken, dass ich den abbekomme, schön reinige und dann wieder verklebe mit Sprühkleber. Entweder kaufe ich mir neue Pappen oder ich kaufe mir so Schrankrückwand. Mehr ist es ja nicht, ne, in der Stärke. Und die paar Löcher hier ausgebohrt für die Halteklipse ist ja kein Problem. Jo, so ist der Plan. Das ist die Seitenverkleidung. Jetzt nehmen wir mal eine von der Tür. Das ist die Fahrertür. Die sieht soweit auch noch gut aus. Bisschen sauber machen. Hier ist halt ein kleiner Riss. Ne? Das ist ärgerlich. Mal gucken, ob ich den irgendwie wieder verschwindet. So retuschieren kann, dass man es nicht sieht. Griff ist auch noch okay. Rückseite sieht halt nicht so schön aus. Zack, hier seht's, ne? Die Pappe. Irgendwann mal Feuchtigkeit reingekommen, angefangen zu schimmeln. Total verwirrt, verformt. Auch hier diese Seitentasche. Total schimmelig. Dies wurde ja auch nur geklebt. Hier oben geklebt, glaube ich. Ja, mal gucken, ob ich die retten kann. Gerissen ist sie nicht. Also von daher mal gucken, ob ich das Material irgendwie wieder ein bisschen weich kriege. Naja, also das muss auch irgendwie ab. Das löst sich hier ja auch. Klipse. Okay, naja. Also wie gesagt, da gibt es fertige Pappen, die kann man kaufen. Mein Plan oder meine Idee ist halt irgendwie so Schrankrückwand zu nehmen. Hier von solchen alten Möbeln. Die sind auch zum Teil weiß beschichtet. Und das hemmt ein bisschen vielleicht vor Feuchtigkeit. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie ich es mache. Ja. Ja, so viel dazu. Sitze komplett am Arsch. Also zumindest vorne. Vorne muss gemacht werden. Fahrersitz definitiv. Gepolstert werden müssen sie alle. Die haben ja alle hier dieses... Ich leg mal hier so ein Teil hier hin. Also ihr seht... Hier innen drin, ne? Das ist noch richtig hier mit Federkern. Aber hier dieses Rosshaar, Pferdehaar, was auch immer das da ist. Ja, das ist, das bröselt alles hier. Das ist, löst sich ein Staub auf. Ja, in dem Zuge halt mal gucken. Komplett abziehen. Das Gestell mal überholen. Hier, ihr seht, hier haben wir auch schon Federn rum. Alles mal neu lackieren, wieder frisch machen. Die Mechanik scheint noch zu funktionieren. Ja, also wie gesagt, Fahrersitz komplett mit Polster neu, mit Bezug neu. Beifahrerseite weiß ich noch nicht. Rücksitzbank werde ich lassen. Sieht gut aus. Ein Teil hier, ein Teil da oben. Das hat ziemlich ausgepleicht. Ja, so komplett neue Bezüge kosten auch mal 500-600 Euro. Ne? Das ist auch immer so eine Geldfrage. Und da ich hier keinen Dukatenscheißer im Keller stehen habe, ja, muss man da immer abwiegen, was macht man neu, was macht man nicht neu. So, jetzt sind wir mal hier. Fakt. Mach mal Licht an. Ich hab doch hier. Was muss ich jetzt hier mit dieser kleinen. Ich hab doch hier extra. Aua, komm raus. So, Achtung, jetzt wird's hell. Also, so sieht's hier aus im Radkasten vorne, Fahrerseite. Also, hier muss auch geschweißt werden. Hier unten, wenn ich so anfasse, fühlt sich's gut an. Ich war noch nicht dran mit der Flex. Mal gucken, wie es nach dem Schleifen aussieht. Und man sieht ja auch hier die Wellen. Also der hat schon mal einen Frontschaden gehabt. Auf der anderen Seite sieht es noch schlimmer aus. Ja, es gibt Blecher, habe ich gesehen. Die gehen... Bis wohin gehen die denn? Ich glaube, bis hierhin so. Hier dieses Teil gibt es komplett neu. Jetzt ist die Frage, tue ich mir das an? Also hier muss ich ja auf alle Fälle... Am besten wäre eigentlich ein neues Blech rein. Auf beiden Seiten, aber... Ja, mal sehen.
So, hier geht's weiter. Vorderachse sieht eigentlich gut aus. Ist nichts verrostet. Muss nochmal richtig sauber gemacht werden, alles. Hier, da geht's schon los. Und hier halt nur. Hier ist schon mal was geschweißt worden. Das ist halt die Frage, wie sieht es da drunter aus? Es muss alles noch blank gemacht werden. Hier ist total, geht's schon los. Hier vorne ist der Schweller anscheinend noch okay. Aber umso weiter wir nach hinten kommen zur Wagenheberaufnahme, umso beschissener wird's. Also da muss mit Sicherheit auch ein neuer drauf. Ja, hier so kleine Stellen. Das geht ja noch. Das ist ja nur Kleinkram. Ja, das da ist halt ein bisschen scheiße. Und auf der Seite hier. So sieht's hier aus. Ihr seht, Stoßstangenaufnahme. Wurde schon geschweißt. Da unten ist ein Blech. Ziemlich faltig. Das Ganze vor der Achse sieht gut aus. Wird noch ein bisschen blank gemacht. Overdroll drauf. Dann Lack drauf. Also erstmal ein Rostschutz, Lack und dann Seilfett. Und ja, Rostschutz konservieren. Also ich will hier kein Showcar, dass es hier hochglänzend lackiert sein muss oder verchromt sein muss oder so. Blödsinn. Das Auto soll gefahren werden, natürlich nur im Trocknen, ist nur ein Sommerauto. Aber wenn er mal nass wird, kann halt auch mal passieren, wenn man unterwegs ist. So, hier innen drin. Sieht soweit eigentlich gut aus, aber man weiß nicht, was ist unter dem Schwarzen. Da diese Ecke da hinten. Ja, da ist ja hier das Blech drauf gekommen. Also wir mockern jetzt schon weiter. Werde ich auch nochmal abnehmen. Ja, hier vorne. Ach Gott, schon schwer die Lampe mit der Zeit. Ich glaube, ich nehme doch mal die andere jetzt hier. Huch, wo ist sie? Da ist sie. Nehmen wir erstmal die hier. Ja, es geht. Ja, das muss ich halt auch noch alles plank machen. Also hier hat schon mal eine bisschen Rostschutz betrieben. Aber ihr seht hier so in dem Holm drin. Ne? Da ist alles knusprig. Das muss ich mir alles mal genau angucken. Alles mal schön, da gehe ich mal mit der Kamera rein. Was ist denn das da? Rotes. Ah, das ist mein Rollwagen. Ich denke, was ist denn da rot? Okay. Ja, also hier. Mal rein. Lenkung, hier ist das Lenkgetriebe. Lenkschnecke, die wird auch mal ausgebaut, aufgemacht, reingemacht, neues Fett rein oder Öl, was da drin ist, Hauptbremszylinder hier, ja, Bremsleitung, die kommen alle raus, wird alles neu gemacht, hier, das ist ja alles nicht mehr, keine Ahnung. Muss ja passen. Ne? Hier ist wohl mal Bremsflüssigkeit ausgelaufen oder so. Keine Ahnung. Ja, da hinten ist halt überall Getödel und oh Mann, ey. Die Klebebänder drauf geschmiert. Tja, hier die Elektrik. Elektrik-Trick. Mann, VW hat er da auch viele bunte Farben verwendet damals hier. Also ja, also hier Sicherungskasten, der kommt auch raus, da kommt ein neuer rein. Ja, mal gucken, hier die ganze Belüftungseinheit. Ihr seht da oben Scheibenwischer, Motor sieht mal gut aus, aber das Gestänge, das muss auch mal raus, frisch gemacht werden. Hier mal gucken, überall in den Ecken. Viel raus in den Ecken. Naja, da sieht es eigentlich gut aus, aber der muss überall mal Overdroll rein und hier gerade am Tank stutzen. Da
Darum fängt er auch schon ein bisschen an. Das ist ja alles nur so Kleinkram, das hält sich ja alles noch in Grenzen. Hier ist eigentlich auch so weit. Ja, das muss mal alles runter. Also da ist mit Sicherheit auch noch ein bisschen Knusper. Ja. Also am besten wäre ja eigentlich hier komplett neue Front mit Reserveradmulde und diese zwei Seitenteile. Dass das mal irgendwie wieder. Ah, ich weiß es noch nicht. Naja. Gehen wir mal rein. Tja, willkommen. So sieht der Innenraum aus, Leute. Höckerchen nehmen hier. Das stelle ich mir hier hin und dann kann ich hier sitzen. So, ja, so sieht es hier von innen aus. Also ihr seht, ich habe schon ein bisschen was rausgerissen. Also die Beifahrerseite Türverkleidung ist noch drin. Aber hier habe ich schon hinten raus, habt ihr ja gesehen, die Seitenverkleidung mit dem Aschenbecher habe ich raus. Ja, da sieht es eigentlich soweit noch ganz gut aus. Also hier muss ich mal richtig auch mal mit der Kamera reingehen. Ja, ich muss überall Overdrohnen rein. Erstmal Rost und Wand, ja, das muss alles gemacht werden. Hier will ich mal reinleuchten, oh Mann. Da habe ich richtig Schiss vor. Mit der Kamera da reinzugehen. Wer weiß, was mich da erwartet. Genauso hier. Da sieht man schon da unten den Rost liegen. Ja, der Heizkanal, das ist der hier. Also außen der Schweller, der ist verrostet. So, da hinten war es auch feucht. Da kommt irgendwo Feuchtigkeit rein. Entweder über die Heckscheibe oder ich weiß es noch nicht. Ja, das habe ich alles rausgerissen. Da hinten die Matte noch nicht, das kommt auch noch raus. Der ganze Himmel, das kommt raus. Das ist ja auch alles am Arsch hier. Guckt euch das an. Das Schiebedach war wohl mal undicht. Da haben sie hier irgendwie, oder die Mechanik ging nicht, da haben sie hier aufgemacht, um da an die Mechanik zu kommen. Ja, das fliegt alles raus hier. Das ist ja nicht mehr. Bringt ja nichts. Ja, sieht man mal, wie schön weiß das war. Witzig. Ja, hier Seitenverkleidung. Wasserablauf. Das sieht hier eigentlich soweit alles gut aus. Also da kann man jetzt nichts sagen, abgesehen davon. Ja, da muss man halt jetzt schon. Noch geht's, glaube ich. Das wird jetzt erstmal alles runtergekratzt, runtergeschliffen. Overdrawl drauf. Ja. Hier vorne. Beifahrerseite, Fußraum. Ja, es hat überall noch diese Kleber drauf. Das wird auch alles mal ein bisschen geschliffen, die Ecken vor allen Dingen. Hier, Spritzwand, Napoleonhut. Da unten mal in die Ecken reingehen. Hier so überall. Das muss alles mal plank gemacht werden. Was ist das hier? Eine Dichtmasse oder? Naja. Aber soweit jetzt nichts Schlimmes. Hier dasselbe. Jetzt muss ich mal kurz hier aufpassen, dass ich mich nicht hier auf die Fresse leg. Mein langes Bein. Bisschen schwierig. So. Ja, also hier unten die Pedalerie kommt raus. Den Abbremszylinder mache ich ja auch raus. Auch das hier, das ist. Guckt es euch an, da unten. Das muss alles mal raus. Keine Ahnung, wie es da unten drunter aussieht. Das gibt einen Spaß. Hier, das ist, da hat noch irgendeiner was gebastelt. Hier, das ist ja angeklebt hier. So, hier läuft Hauptkabel vom Strom. Ja, aber
Also rosttechnisch sieht es eigentlich jetzt so nicht schlimm aus. Ich bin halt mal gespannt, wenn ich hier in diese ganzen kleinen Löcher reingehe. Da kraut es mir vor. Das sieht alles schon so knusprig aus. Das ist komplette Heizung. Was da noch auf mich zukommt. Also hier ordentlich sieht es aber gut aus. Das muss alles runter. Ich weiß nicht, was die hier damals geschmiert haben. Also das ist ja schon nachträglich irgendwann mal. Da hat eine diese Dämmmatten, die hier so geklebt sind damals. Keine Ahnung, Betonmetallmatten. Die haben die auch drauf. Die hat schon an der Runde gekratzt. Hier zu. Also das wurde ja schon mal alles runtergekratzt, aber das muss auch noch mal runter. Ich gehe mal davon aus, hier ist auch noch ein Rost runter. Aber ich denke, das kann man noch alles retten. Hier ebenso. Mal gucken. Wir werden es sehen. So, was ich aber schon gesehen habe, jetzt muss ich mich hier bitte mal kurz festhalten. Ja, meine Sicherheitsschuhe. Zum Glück habe ich die an, da kann nichts passieren. So. You know? So sieht's aus. Also da haben wir schon das erste. Hier sitzt da die Batterie. Da ist eigentlich gut, aber hier davor, im Fußraum vom hinteren Sitz. Ja, da ist rostig. Das muss hier irgendwie hier zack, zack, Plech rein oder am besten. Ja. Hier am besten das ganze. Ja, das ist aber auch jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Ich muss mich ja mit der Materie erstmal beschäftigen. Hier muss alles noch blank gemacht werden. Da wird mit Sicherheit noch einiges zum Vorschein kommen. Wie gesagt, hier Heizkanal. Sieht soweit gut aus, aber das hat nichts zu heißen. Das sah alles ziemlich soweit gut aus. Und ja, ihr seht ja, was dabei rausgekommen ist. Hier auch soweit, also hier der Fußraum, muss ich sagen, Fahrerseite. Ja, sieht halt auch irgendwie ein bisschen wellig aus. Hier ist noch zum Teil so alte Matte drauf. Ich glaube, da hatten sie keinen Bock mehr. Naja, die muss ich auch noch runterholen. Das ist hier die Bremsleitung. Die läuft hier so entlang. Also, das kann ja so auch nicht bleiben. Ich glaube auch nicht, dass die Original so läuft. Mal gucken. Jedenfalls nicht hier direkt an dem Gaspedal. Der Erfolg des Käfers ist vielen so unbequem, dass sie ihn am liebsten umbringen möchten. Aber so sehr sich die möchtegern Käferkiller auch anstrengen, der Käfer ist nicht umzubringen.